So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Guild Wars 2. Und ich habe mal ein bisschen was am Ton umgestellt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Deckstree gar nicht alles aufnimmt, so wie es das eigentlich soll, sondern nur die vorderen zwei Kanäle. Ich kann es zwar auch auf 5.1 umstellen, das Problem ist nur, ach, das ist alles total scheiße. Also wenn ich es in 5.1 aufnehme, passiert Folgendes. Ich kann nur eine Stunde aufnehmen, weil alles da drüber. Ich muss aber leiser machen im Moment. War alles da drüber. Ja, wie soll ich das erklären? Also ich würde gerne in 5.1 aufnehmen. Erstes Problem ist schon mal, YouTube unterstützt offensichtlich kein 5.1. Ich kann es zwar hochladen, aber es wird eh wieder zu Stereo. Zweites Problem ist, wenn ich in 5.1 aufnehme, muss ich in 5.1 und 32-Bit aufnehmen, was dazu führt, dass ich circa eine Stunde aufnehmen kann, weil wenn ich das Ganze exportiere als ganz normale WAV, also ich weiß gar nicht, wie das ausgeschrieben heißt, die Abkürzung, dieses ganz normale WAV-Dateiformat, das unkomprimierte PCM halt, also so ein Audioformat, ich glaube, es heißt irgendwas Puls, irgendwas Modulation, ich weiß nicht genau, müsste mal googeln. PCM oder PCM. Auf jeden Fall, wenn ich das exportiere, dann wird das recht groß. Und die Dateien dürfen leider nur maximal 4 GB groß sein, weil irgendjemand sich wieder gedacht hat, ja, nehmen wir mal im Header, also in dem, wo die ganzen Informationen über die Datei stehen, im Kopf der Datei praktisch, schreiben wir mal, ich glaube, das ist die Dateigröße oder irgendeine Größe, die mit der Dateigröße zusammenhängt. Ist nur eine 32-Bit-Zahl und naja, 2 hoch 32 Byte sind entsprechend 4 GB. Heißt also, wenn die größer wird, geht das nicht. Irgendjemand ist auf die schlaue Idee gekommen und hat gesagt, dass 4 GB auf jeden Fall für immer reichen werden, deswegen nehmen wir nur 32-Bit. Ich verstehe das alles nicht. Genauso wie mit den, genauso die 32-Bit-Zahl bei der Zeit. Also da gibt es ja die Sekunden seit dem 1.1.1970, werden ja gezählt und das Ganze ist in vielen Anwendungen einfach nur eine 32-Bit-Zahl, was dazu führt, dass diese 32-Bit-Zahl voll ist und zwar, also was heißt voll? Also auf jeden Fall, ja, also die kannst ja nur 2 hoch 32 verschiedene Werte in so einer 32-Bit-Zahl kodieren. Also, wenn du jetzt eine 2-Bit-Zahl hast, ich erkläre es mal so, also 2-Bit, also 2, ja, Ziffern praktisch, wäre entsprechend, kannst du dann 0,0, 0,1, 1,0 und 1,1 machen, wären also 4, also 2 hoch 2. Bei 3-Bit wäre es dann, wenn es dann 8 und so weiter. Und bei 32-Bit entsprechend ein paar Milliarden, ich glaube 4 Milliarden oder so. Reicht allerdings bei der Zeit, wenn man die Sekunden zählt, seit dem 1.1.1970, dann reicht das Ganze nur bis zum Jahre 2038. Das heißt, wenn ihr noch einen Wecker habt, der mit 32-Bit-Zahlen arbeitet, dann habt ihr ein Problem, weil der wird im Jahre 2038 nicht mehr funktionieren. Entweder irgendeinen Fehler auswerfen oder er zeigt plötzlich 1901 an. Einfach aus dem Grund, dass das nicht nur, also dass man ja auch die Zahlen vor dem 1.1.1970, also die Daten, Mehrzahl von Datum, Daten, seltsam, naja, auf jeden Fall wollte man die ja auch irgendwie na sag, nehmt einen Schildgenerator, was mache ich denn damit? Achso, ich soll damit Mörserschüsse blocken. Okay, warte, ich mach das mal nicht. So. Nicht explodierte Feuerbombe nehmen wir mal mit. Okay, also. Wo war ich stehen geblieben? Achso, also die, ja, die Daten von 1970 sollten natürlich auch kodiert werden irgendwie oder auch dargestellt werden können. Also hat man halt auch noch ein Vorzeichen drin. 0 für positiv und 1 für negativ. Heißt, du hast also 0 und dann noch 31 weitere Bit. Heißt also, eigentlich hast du nur 2 hoch 31 in jede Richtung. Und da das so kodiert ist, dass
0, 0, 0, 0, 0, 0, ganz viele Nullen, die 0 ist. Und eine Zahl, die nur aus Einsen besteht, die, die Zahl, die nur aus Einsen besteht, ist die minus 1. Die Zahl, die aus einer 1 und dann nur Nullen besteht, ist die minus, also bei 32 Bit wäre das dann minus 2 Milliarden irgendwas. Also ein Datum ganz weit in der Vergangenheit, logischerweise. Weil es ja vor vielen Milliarden Sekunden stattfand, also irgendwann 1901 ist das dann, glaube ich. Jetzt erkläre ich hier schon wieder die ganze Technik. Ist auch schön. Also, ne, falls irgendjemand sagt, Mathe braucht man nicht, ne? Für so eine Sachen braucht man zum Beispiel Mathe. Also ohne Mathe hättet ihr keine PCs. Sagen wir es mal so. Also, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Lass mich überlegen, wo war ich denn gerade? Auf jeden Fall wird es ja so gezählt, du zählst ja 00, 01, 10, 11 und dann geht's weiter mit 100. Und dann, also ich habe die Nullen davor natürlich mal weggelassen, also dann geht's weiter mit 100, 101, 110, 111 und dann geht's schon weiter mit 1, 0, 0, 0 und so weiter. Naja, ihr kennt das ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Und irgendwann bist du immer dann 0, 1, 1, 1, 1, 1, also die 2 Milliarden irgendwas in dem Fall, bei 32 Bit. Und dann zählt es noch 1 dazu und dann, wenn du es einfach so rechnest, bist du natürlich bei, ja, bei 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und das ist die minus 2 Milliarden. Oder ein bisschen mehr als 2 Milliarden. 2 Milliarden irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Ich merke mir doch nicht die genaue Zahl. Ich laufe in die falsche Richtung. Und diese Zahl entspricht halt dem irgendwas im Dezember 1901, glaube ich. Also wenn ihr irgendwann im Jahre 2038 auf eurem Wecker plötzlich 1901 seht, nicht wundern, dann braucht ihr wahrscheinlich einen neuen Wecker. Oder eine neue Uhr. Je nachdem. Ist ein bisschen blöd. Und genauso halt das Problem mit diesen Wave-Dateien, dass halt nur entsprechend 4 GB, also die Tondateien jetzt hier, die Sounddateien, dass da nur 4 GB reinpassen, weil sich irgendwer gedacht hat, das würde ja reichen. So, und das sind nur bei 6 Kanälen, also 5.1 mit 32-Bit Float Codierung entsprechend wären das, also ich kann nur 32-Bit auswählen, das ist ein bisschen blöd. Ich würde auch gerne 16-Bit nehmen, ganz normal, aber so gibt es halt eine Fließkommazahl mit 32-Bit, also praktisch eine Dezimalzahl in dem Sinne. Naja, natürlich ein bisschen komplizierter kodiert als, naja, aber im Prinzip ist es einfach nur eine Zahl mit Komma oder mit Dezimalpunkt. Auf Englisch ist ja eigentlich ein Punkt. Im Deutschen ist ein Komma. Ich weiß nicht, warum das eigentlich verschieden ist. Ich weiß auch nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Aber hier ist ein Aussichtspunkt. Ich denke mal, da muss ich irgendwie hin, aber hier nicht. Wie komme ich zum Aussichtspunkt? Ich gehe mal hier hin, warte. Da oben ist der Aussichtspunkt. Okay, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Hier ja offensichtlich nicht, oder? Komme ich hier hoch? Nee, niemals. Nee, hier komme ich nicht. Okay. Ich hätte gerne erstmal meine Ruhe. Die greifen mich hier nicht an, oder? Doch, der greift mich natürlich an. Das ist so klar. Mann, Mann, Mann. Also, wo geht's zum Aussichtspunkt? Das ist hier die Frage. Und es ist eine sehr gute, denn ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es da lang gehen sollte. Wo könnte es denn lang gehen? Ich weiß es nicht. Boah, schwierig. Jetzt wackelt die Kamera so. Naja, so wo war ich gerade? Also, ne? Ja, also auf jeden Fall bei dem Ganzen wäre es halt nur eine Stunde, die ich aufnehmen könnte. Oder dann wäre ich schon bei den 4 GB fast. Ich glaube, es wären dann 3,6 oder so. Ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Aber so in etwa. Und wenn ich da länger aufnehme, dann kann ich es nachher nicht exportieren und dann haben wir keinen Sound. Ich weiß nicht, ob es nicht funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass das Probleme machen wird dann. Was natürlich ein bisschen doof wäre. Und deswegen möchte ich es lieber nicht ausprobieren. Muss ich zugeben. Naja.
So, und deswegen mache ich es halt nicht. Deswegen probiere ich es nicht aus. So, jetzt bin ich auch noch tot. Ich will eigentlich doch nur diesen Aussichtspunkt holen. Mann, was ist denn hier nur los? Die wirst du von allen Seiten angegriffen. Das ist ja schrecklich. So, jetzt den hier nochmal. Halt. La, 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 la. Stirb, du Bergbauanzug. Hallo, ich greife den an. Wieso mache ich keinen Schaden? Wieso mache ich keinen Schaden? Hä? Verstehe ich nicht. Ach, hier ist auch noch ein Event. Auch noch ein Gruppenevent. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will doch nur diese blöde... diesen blöden Aussichtspunkt holen. Mein Gott. Liebes Spiel. Kein Wunder, dass ich da von allen Seiten angegriffen werde, wenn da ein Event ist. Also, ich will auch nur diesen verdammten Aussichtspunkt. Ich will doch gar nicht kämpfen. Ich bin noch ganz friedlich. Friedliebend. Und ich habe, glaube ich, schon wieder... Ja, ich habe natürlich wieder eine Flasche Wasser vergessen. Und jetzt habe ich Durst. Toll. Ach, naja, egal. So. Werde ich überleben. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ich will doch nur diesen blöden Aussichtspunkt holen. Das muss ja irgendwie möglich sein. So, hier. Schaufler Ratnik. Stirb. Stirb. Du Elender. Mann, Mann, Mann. Kann man hier nicht mal in Ruhe spielen, immer diese Events. Manchmal sind die echt ein bisschen blöd. Vor allem ist hier ja auch, glaube ich, niemand, der mir helfen kann. Ist ein bisschen doof. Naja, was will man machen, ne? Hilft ja nicht. Ich muss ja hier irgendwie das Event machen. Also nicht, aber ich muss irgendwie den Aussichtspunkt holen und ich weiß nicht wo. Ich weiß, wo er ist, aber ich weiß so nicht, wie ich da oben hinkomme. Wie soll ich denn auch? Sag es mir. Ich vermute hier irgendwie rüber. Nee, da war ich ja schon. Oder? Warte mal. Vielleicht doch. Schon wieder so ein blöder Bergbau. Alter, was ist denn hier los? Kann man denn nicht mal in Ruhe irgendwie... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er ist ja keine Sekunde Ruhe. Mann. Diese Dreckschaufler. Diese Dreckschaufler. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Warte mal, den hier muss ich mal. Treffe ich den nicht? Hallo, wieso? Wieso haust du einen anderen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, ich mach die mal tot hier. Ich hoffe mal, das geht. Warum haut er eigentlich einen anderen als den, den ich angreife? Wieso? Das bringt ihn doch um. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's überlebt. Das ist unfassbar. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat geklappt. Jetzt regeneriere dich doch mal, mein Gott. So, jetzt. Na also. Okay, und wo geht's jetzt weiter? Ich... Natürlich, jetzt ist da der... Ah, du scheiß Gruppen-Event. Jetzt ist da der Typ, an dem ich nicht vorbeikomme, der Champion. Was soll ich denn da machen? Liebe Leute, sagt es mir. Mein Gott, so. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe diesen blöden Aussichtspunkt holen. Mein Gott. Wer hat sich das nur ausgedacht, den hier zu platzieren? Vielleicht muss ich doch hier hoch. Ich weiß aber noch nicht ganz wie. Vielleicht hier rauf? Das funktioniert ja gar nicht. Oder hier in die Tunnel rein. Das kann auch sein. Ich bin mir unsicher. Vielleicht muss ich einfach in den Tunnel rein. Vielleicht auch nicht. So. Mann, 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 Mann. Werde ich schon wieder angegriffen? Nee, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall in den Tunnel rein. Wie man sieht, da oben ist ein Grafikfehler. Das ist auch sehr schön. Nee, das ist kein Grafikfehler. Das ist... Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Deckenkonstruktion oder so. Also hier? Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Oder? Komme ich hier irgendwie hoch? Wie denn? Nee, hier komme ich nicht hoch. Bin zu fett für, kann nicht hoch genug springen. Irgendwo hier ging es auf jeden Fall hoch. Hier vielleicht? Oder hier? Hier geht's auch gar nicht. Doch, jetzt... Ach, hier bin ich jetzt oben. Okay. Ob ich richtig bin, weiß ich nicht. Aber ich bin zumindest oben. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Aber wirklich weit oben bin ich jetzt ja auch nicht. Ich muss, glaube ich... Kann ich hier hoch? Das geht nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt hier hochkomme. Hallo, Aussichtspunkt ist da hinten. Oh, da hinten ist er. Ja, wie komme ich da hin? Sehe ich von hier aus was? Vielleicht von der anderen Seite. Hm. Sag mir nicht, ich muss da von der anderen Seite hin. Das sieht mir fast schon so aus. Ja, das sieht definitiv so aus, weil von hier aus komme ich nicht hin. Und wie komme ich jetzt an dem Champion da vorbei? Ach, guck mal, ein anderer Spieler, das ist toll. Der wegläuft. Nein, nicht weglaufen. Ach, zum Champion, das ist gut. So, dann mache ich den auch mit Blatt. Wie kommt man zu diesem verdammten Aussichtspunkt nur hin? Mann, wer baut denn nur sowas? Was sind das für Schaufel? Die kommen doch selber kaum hoch. Warum bauen die denn sowas? Spielt Gong und macht benommen. Dieser Champion. Schaufler-Kommissar. Wieso spielt er denn Gong? Ich weiß es nicht. Was ist das wieder für ein Spiel? Mann, was ist denn hier schon wieder los? Da sind einfach zu viele Gegner. Naja gut, wir sind auch viele Spieler, aber trotzdem. Das ist einfach ein bisschen übertrieben, die Anzahl an Gegnern hier. Muss man ja mal so sagen. Dafür, dass man hier alleine durchkommen soll eigentlich. Na gut, das Event jetzt nicht, aber das Normale soll man eigentlich, den Aussichtspunkt soll man eigentlich alleine machen können, theoretisch. Denke ich mal. Hm, naja. So, jetzt hau ich auch noch ins Nichts. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht hier, Alter. Ich sehe hier gar nichts mehr. Das ist so verwirrend. Zu viele Effekte. Und zu wenig FPS. Da, hier bin ich. Der Typ, glaube ich. Mein Gott, was ist denn hier nur los? Hier sind einfach so viele Gegner. Na gut, jetzt nicht mehr. Und vor allem so viele Spieler, wo kommen die alle her? Ich weiß es auch nicht, wo die alle herkommen, aber... Okay, ich habe ihn getroffen. Yeah, und ich habe sogar EP bekommen. Das ist toll, aber ich möchte gern zum Aussichtspunkt. Ich folge jetzt denen mal. Ich hoffe, die führen mich dahin. Hä, wo führen die mich denn hin? Hä? Was ist hier? Nichts ist hier. Nee, warte mal. Halt. Eine Truhe. Was? Oh, mein Inventar ist voll. Bin schneller als ein Centaur. Jetzt so schon besser. Okay, ich möchte gerne... Warte mal. Was ist denn das Großschwert des Berserkers? Hm, ist sogar ein bisschen besser, glaube ich. Nee, ist es nicht. Okay. Also gut, ich soll hier nach oben. Die Frage ist, wo zur Hölle geht's hier hoch? Alter, wo soll's denn hier... Willst du mich... halbern? Was? Warte mal, halt. Ich muss hier, glaube ich, rauf. Das erscheint mir tatsächlich logisch, aber ob das richtig ist, ich weiß es nicht. Boah, ich sehe ja hier gar nichts. Halte, hallo? Wollte ich sagen. So. Diese Kamera, ne? Ist zum Glück überhaupt nicht viel zu nah an meinem Charakter dran. Okay, hier geht's weiter nach oben. Hier geht's jetzt... Wer baut denn sowas? Gibt's ja gar nicht. Alter, wer soll denn das finden? Erklär mir das mal, wer soll das hier finden? Komm ich hier rauf? Hier komme ich tatsächlich rauf. Oh, alter Schwede. Ich sehe nichts. Hallo, Hilfe. Wieso sehe ich denn nichts? Ach, hier, warte.
Ich hasse das, wenn man nichts sieht, ne? Das ist schon scheiße. Ach, hier geht's jetzt hoch. Okay, Moment. So, ich bin nicht der Einzige, der nach dem Aussichtspunkt sucht. Das ist ja schon mal was. So, jetzt... Ach du Heilige. Was? Soll ich jetzt echt hier rüber? Das hat geklappt. Okay.